oder durch unser Universum. Aber alle, die an eine Inkarnation glauben, können dann auf diesem Planeten nicht mehr inkarnieren und üben, wie das Leben geht. Aber der Mond, der wird aus seiner Bahn fliegen und wird ein Chaos in unserem Sonnensystem verursachen und könnte einen anderen Planeten treffen. Und unser ganzes Sonnensystem könnte komplett auseinanderfliegen, in eine Unordnung kommen. Und das Raumschiff Galaxie, welches den Antrieb aus diesem Sonnensystem hat, könnte aus der Bahn fliegen. So wie ein Formel-1-Auto, wenn es in voller Fahrt den Motor in der Kurve zerreißt. Aber auch, vielleicht passiert nicht viel. Wir wissen nicht, wie groß das Universum ist. Und wenn ein Auto mit der Formel 1 mal aus der Kurve fliegt, ist auch nicht gleich alles kaputt. Das Wohl unserer Erde ist das, was uns alle angeht. Jeder, der Gute, der auf der Erde leben will, und der Böse, der auf der Erde herrschen will, da bleiben wollen die Menschen alle. Und sie lieben ihre Erde. Die eine lieben sie so sehr, dass sie sie besitzen wollen und nicht mehr hergeben. Sie lieben die Macht, die sie auf ihr haben. Und die anderen lieben das Leben auf dieser Erde. Aber alle sollten zusammenhalten, alle. Das haben sie besprochen, die Techniker, die an diesem Motor Erde arbeiten. Sie müssen in das Bewusstsein aller Menschen, in das Bewusstsein der Politik, in das Bewusstsein der Industrie, in dem Bewusstsein aller Völker das Verhältnis von Gut und Böse wiederherstellen und die angerichteten Naturschäden müssen dringend behoben werden. Sie haben festgestellt, dass der Selbstgenerator die angerichteten Schäden nicht mehr selber alleine generieren kann. Und es muss mit Handarbeit nachgeschliffen und korrigiert werden. Und wenn wir nun diese abenteuerliche Reise in das Innere der Erde oder durch unser Universum sehen, geht es uns vielleicht auch nicht so in unserem Inneren, dass Gefühle hin und her streiten, dass wir gar nicht sehen, was wir angerichtet haben, dass wir einen Pickel ausdrücken und Eiter spritzt wie Lava aus einem Vulkan. Stimmt es, dass der Mensch nach dem Abbild Gottes geschaffen ist? Stimmt es, dass Mikro-Makrokosmos so ist, dass das Universum dann nach dem Abbild des Menschen geschaffen ist? Jeder, der Mikro-Makrokosmos-Meditation macht,
der kennt die Antwort für sich selbst. Deswegen lasst Harmonie. Und Liebe in euch fließen, damit das Raumschiff Galaxie in Ruhe weiter fliegen kann und kein Klingelgeräusch den lieben Gott in seiner Stille stört. Fantasiereise zur Inspiration des Bewusstseins zu erweitern, eine Fantasiereise zur Sensibilisierung unseres Gewissens. Kommandant Diana Marina. Wo fliegen wir hin? Haben Sie eine Frage? Wo die Reise hingeht? Welche Reise? Die Reise ins Ich? Oder welche meinst du? Die Reise ins Ich, ja, die Reise ins Ich. In das Innere. Was begegnet uns da? Bei der Reise ins Ich ist es ähnlich wie in unserem Universum. Es ist ähnlich. Manchmal sind wir Milliarden Kilometer tief in unserer innersten Tiefe entfernt von der Oberfläche unserer Haut. Und auf der Suche nach uns selbst brauchen wir ungefähr die Geduld, wie wenn wir selbst ein Sandkorn in einer Wüste sind, in der wir uns finden müssen. Wer und was wir wirklich selber sind, wenn wir fragen, wer bin ich eigentlich? Wir es genau wissen wollen. Was unterscheidet mich von allen anderen? Aber so wie dieser Antrieb, den ich beschrieben habe, so ist auch das Licht dieser Kerze. Es ist Flamme, sodass Feuer, Flamme und Licht eins sind. So ist es auch mit uns. Das, was wir selbst sind, ist die Flamme der Kerze am ähnlichsten. Wir sind Atomkraft. Haben Atomkraft in uns. Ein kleiner Kern, den wir am fünften Tag nach dem Empfang empfangen haben und mit unserem Körper 80 Jahre im Durchschnitt auf 37 Grad hält.
quasi Lebenskraft. Und so wie die Kerze sich verzehrt an dem festen Wachs, das flüssig wird und dann verbrennt, so ist auch mit unserem Leben, mit den Emotionen. Wenn wir stark emotional sind, wir traurig oder happy sind, dann brennt die Kerze schneller runter. Dann verbraucht sich die Energie schneller. Das emotionale Verdauen ist ein Verbrennungsprozess. Die Kunst ist es, so produktiv wie möglich zu verbrennen. So wie vielleicht für unsere Galaxie das Bewusstsein und die Emotion der Treibstoff für dieses Raumschiff ist, so ist auch unsere niedere Natur der Treibstoff für die Rakete in uns, die den inneren Wachstum in uns nach oben treibt. Und diese schwarze Materie, wenn wir sie in uns ablehnen und auslagern, dann passiert nichts. Es entsteht ein Mülllager von schwarzer Materie, das uns immer schwerer werden lässt. Und umso schwerer wir werden, umso schwerer wird unser Gemüt. Wenn wir aber diese Materie anschauen und einigermaßen zerschlagen, dann bekommen wir Kohle, Braunkohle. Und umso tiefer unten die Kohle sitzt, umso besser ist sie verdichtet und umso höher hat sie einen Brennwert. Also umso tiefer wir in unsere eigene Materie unserer niederen Natur eintauchen und sie transformieren, umso mehr Treibstoff bekommen wir nach oben. Deswegen lehne deine niedere Natur nicht ab, sondern transformiere sie. Und transformierst du sie grob, dann hast du Kohle. Transformierst du sie fein, dann hast du hochwertige Kohle. Dann hast du auch nur drüber nachgedacht. Nimmst du die Emotion dazu und transformierst auch die Emotion dabei und machst es grob, dann hast du Diesel. Machst du es feiner, dann hast du Benzin. Und machst du es ganz fein, mental und emotional, dann bekommst du Kerosin. Deswegen schau deine niedere Natur mikroskopisch genau an. Es ist dein Treibstoff nach oben. Und beim Verarbeiten hast du alle Zeit der Welt, aber auch keine Zeit zu verlieren, denn wenn du nichts tust, hast du Stillstand. Aber nach dem Stillstand kann der Ruck kommen. Sag das nochmal. Nach dem Stillstand kann dann der Ruck kommen. Vielleicht ist manchmal der Stillstand nötig. Je nachdem, was man erzeugen möchte. Will man diese schwarze Materie Kohle haben, dann spaltet man. Kommt der Ruck und der Schlag. Will man Kerosin, dann hat man Zeit und schaut ganz genau. Wichtig ist auch, bei einem Ruck entsteht Disharmonie. Es ist ein Kraftaufwand, der auf einen Schlag durchschlägt. Doch so
Wie es die Vielfalt in unserer Natur auf der Erde gibt, genauso ist auch die Vielfalt in uns, auf welche Weise die Blockade gelöst werden muss. Manchmal muss man ein Loch reinbohren, was reinschütten und dann geht's auf. Manchmal muss man es aufschmirkeln, die Kruste, die Schale. Manchmal nimmt man eine Lauge oder eine Säure. Es gibt Millionen von individuellen Möglichkeiten, was geschehen ist. Aber es ist immer da für unseren inneren Wachstum. Dass wir mit unserem höheren göttlichen Ich verbunden sind. Noch eine Frage? Vielleicht eine, die ja gar nicht zu beantworten ist. Wodurch entstehen diese Disharmonien? Die Disharmonie entsteht dadurch, dass wir unser Interesse auf etwas verstärkt konzentrieren. Wenn wir etwas sehr lieben, wie zum Beispiel die geistige Welt zu studieren, dann kriegt der Geist sehr viel Empathie und der Körper und die Seele kommen zu kurz dran. Und dann haben wir kein gleichschenkliches Dreieck. Wenn wir kein gleichschenkliches Dreieck haben, haben wir wieder diese Unwucht im Motor. Wir bekommen kein Zentrum. Und wenn wir nur ins Fitnessstudio rennen oder nur für unseren Körper gehen und nicht denken, dann ist an der Stelle die Unwucht und es geht auf Kosten von Geist und Seele. Und wenn wir nur unserer Seele Empathie geben, dann kommt der Geist und der Körper zu kurz. Also ist es wichtig, gerade für Menschen, die geistig sehr viel arbeiten, für spirituelle Menschen, dass der Erfolg kommen kann, dass alles gleich ist, Körper, Seele und Geist. Und deswegen trommeln und tanzen wir. Deswegen sind wir, wenn wir trommeln und tanzen, wie die Kinder, und befreien uns von unseren Zwängen, von unseren Ängsten und Verantwortlichkeiten und sind wild wie die Kinder. Und wenn wir dann hier am Orange Table sitzen, nach unserer Meditation aktivieren wir unsere höchsten Meisterqualitäten und stellen sie dann übers Fernsehen den Menschen zur Verfügung, die es vertragen, diese Dosierung und die sie haben wollen. Im Fernsehen kriegt jeder nur so viel, wie er verträgt. Wenn es ihm zu viel wird, kann er einfach wegschalten. Und so sind wir wie die Sonne. Wir strahlen halt. Und wenn es einem zu viel wird, wenn er die Sonne nicht will, nimmt man vielleicht ein bisschen Sonnencreme oder wenn man die Sonne nicht in der Wohnung will, dann lässt man den Rollladen runter. Wenn wir hier am Tisch sitzen, dann strahlen wir unser Bestes aus. Und die Lichtkrieger und die Engel, die von zu Hause aus am Orange Table dabei sind, als sie mit uns verbunden sind, schicken uns die Kraft,
dass wir von hier aus noch stärker strahlen. Also deine Sendung ist wirklich spitze. Mhm. Ich sag mal, weltweit, nicht europaweit, weltweit gibt es sowas nicht und es werden noch mehr, aber es dauert noch eine Weile, bis die Leute darauf vorbereitet sind. Das wäre die Zeit von dir. Ja, wir brauchen jetzt auch ein bisschen mehr Zusammenstand durch das, dass sich ein bisschen die Presse aufgewirbelt hat. Ja. Sind wir jetzt gefordert, dass ich möchte mich auch wieder die nächsten Zeit ein bisschen zurücknehmen. Ich habe jetzt wieder voll durchgepowert und bin ziemlich müde und erschöpft. Und das Projekt wächst so schnell und es wird immer größer. Es gibt so viel zu tun. Aber die Verantwortlichkeiten sind noch nicht richtig verteilt. So, es geht immer super, Thomas, du bist der Beste. Weiter so, klasse. Ja, aber es reicht einfach nicht. Das ist jedes Mal, du bist super, Thomas, und weiter so, das ist wie Schultern, wie Gewicht auf meinen Schultern. Und die telemedialen Freunde sollten jetzt dringend aktiv werden, proaktiv, dass wir unseren Sender, unser Baby weiterhin hochpäppeln. Ich habe gerade mit der Johanna, die ist noch zu Hause, sie hat auch diese Augenentzündung noch und sie sagte, sie hat heute Nacht geträumt, sie hat mir noch nicht alles gesagt, bevor ich ging, sagte sie nur, ich habe heute Nacht geträumt und sie sagte, sie war irgendwie in dem Embryo und sprach mit dem telemedialen Embryo und sagte, er weint sehr und er braucht wesentlich mehr Zuwendung. Er will, dass viel mehr über den Bauch gestreichelt wird von der Mutter. Ne? Also das heißt, es sollen die Leute mehr über den Kanal telemedial, also die Lebensschule sprechen oder sie sollen ihren eigenen Sender, also unseren Sender, den telemedialen Sender mit Geld unterstützen. Also finanziell habe ich kein Bedenken, sondern das kriegen wir sowieso hin. Ne? Also, ja, die 500.000 im Monat. Ja, wir gehen mal jetzt an den Tisch vor, seither mit dir, die Christiane und ich. Also das Finanzielle, natürlich wird es wachsen, so wie auch... der Kameramann hat gerade beim Rückwärtsfahren ein bisschen den Orange Table geruckt, aber alles okay. Ja. So, hast du uns schon ins Thema, aber ich muss noch kurz nochmal rüber, das Feuer für die Kerzen holen. Ja, das Wesentliche ist, das sind so viele Aufgaben. Ne? Wir wollen ja dieses historische Buch, wie alles entsteht. Ne? Man muss ja so sehen, im herkömmlichen Fernsehen bisher oder im Fernsehen, wie es normal betrieben wird, ist es ja noch so, dass das Programm geplant wird. Es wird alles geplant und wir haben ja sozusagen die Absicht, der Fühlesender zu werden. Wer weiß, was Fühle bedeutet, weiß, dass man es als Ziel sieht. Wir haben natürlich noch nicht die absolute Fülle. Wir würden gern aus ihr wirken. Aber bei uns ist es eben so, wir gestalten das Programm und dann wird redaktionell aufgearbeitet. Das heißt, Kanal Telemedial ist eine ständige Live-DVD-Produktion. Und erst wenn man sich an unser Programm gewöhnt hat, dann merkt man, dass es auf 7 Bewusstseinsebenen mindestens gleichzeitig abläuft. Das merkt man erst später. Und Kanal Telemedial geht es darum, dass wir die Menschen erstmal berühren, durch eine spontane Aktion zum Beispiel von mir, dass die Menschen berührt sind und dann rufen sie an, sprechen über ihre Gefühle und dann lösen wir die Blockaden. Ne? Aber du guckst ja schon eine Weile zu, du weißt es wahrscheinlich schon, oder? Ja, ich gucke zurzeit einige Tage. Ich sage mal, nach Osten habe ich angefangen und der Kanal Telemedial hat mich eigentlich schon am Anfang eher verwundert und begeistert, weil er einfach ein Sender ist, der weltweit, nicht europaweit, weltweit erstklassig ist. Ein Sender, der eher sagt, ja, die anderen Sender, für was gibt's die Scheiße? Es ist einfach was Neues, was anderes, was Ehrliches. Ja. Ja, ein bisschen ist es so, dass man den Sender gerade ein bisschen fürchtet und so wie man eben
hinter den Wolken, wenn man die Sonne nicht sehen kann, hinter den Wolken dann nicht die Sonne, sondern vielleicht irgendwas anderes, UFOs oder so vermutet, ja. Ne, kriegen dann die Leute vor dem Neuen Angst. Die Tatsache ist halt, dass bei Kanal Telemedial alles ganz intuitiv und spontan läuft. Allerdings auch nur je nachdem, wie gut ich selbst gerade mich in der Lage fühle oder wie viele telemedialen Freunde da sind. Also ich habe heute mit dem Cheat zum Beispiel, den kennst du wahrscheinlich dann noch nicht, den okay. Dr. Cheat Liuzzi. Das ist der Meister und Intuitionswissenschaften. Er ist, erforscht die Urwurzeln der Intuition und ist da schon sehr weit angekommen. Der wird morgen und übermorgen da sein und ich muss mich ein bisschen wieder zurücknehmen. Ja, wieso? Du sagst immer von den Medien, den Zeitungen, wieso, was haben sie gegen dich, außer dass du einfach nur anders bist als irgendwie unehrlich und ich sag mal, sie sind eher abgedreht, sie machen Sachen für Leute, die auf Standard stehen, sie sind nicht ehrlich. Wieso haben sie etwas gegen dich, der korrekte und ehrliche Sache macht, der einfach sagt, wie es ist, einfach ehrlich und menschlich? Ja. Wieso? Jetzt habe ich gerade wieder. Nee, sagst du das nochmal? Ich habe dich leider nicht richtig. Wieso haben die ganzen, ich sag mal, Fernsehsender und Zeitungen immer was gegen dich, weil du einfach eine ehrliche, menschliche, korrekte Sache machst? Ach so. Also, es ist halt doch so, es ist ja so, ich habe das ja schon mal gesagt, vor dem Unbekannten fürchtet man sich einfach. Also der Mensch neigt oft dazu, dass er, wenn er erschrickt, das Unbekannte dann lieber tötet, wenn es kleiner ist. Ne? Aber man muss halt verstehen, dass die telemediale Idee niemand schadet. Sie schadet definitiv niemand, sie nimmt niemand etwas weg. Und die Marktanteile, die wir im Fernsehen übernehmen, werden, dass das, oder nicht wir, dass halt die, das wachsende Art dieser Fernsehen ist ja genauso, nimmt ja dieser Marktanteil mit der Free-Shareware im Internet genauso zu. Immer mehr Künstler stellen ihre Songs einfach zum Download zur Verfügung, sagt, lag ihn runter und gib mir, was du meinst. Oder bei der Free-Shareware probiert die Software einfach mal aus und man setzt einfach mal das Vertrauen voraus und nicht das Misstrauen. Das ist eigentlich das im Wesentlichen. Aber jetzt ist eben die Zeit, wo man die Ängstlichen besänftigen muss, dass man nicht denkt, weil es was Neues ist und sich auch gleichzeitig eine Community bildet, dass wir vielleicht eine Sekte werden oder so. Oder irgendwas beängstigt die Leute oder dass wir gegen irgendwelche Pläne von jemandem dagegen kommen. Wir stören in Wirklichkeit niemand. Ne? Nein, ich denke eher, es gibt vielleicht gewisse Mitglieder von irgendwelchen Sekten, die sich eher anschließen würden, aber ihr seid keine Sekte, ihr seid einfach nur Leute. Wir, ja. Ich bin menschlich. Ja, so ist es auch. Also es ist einfach Kanal telemedial berührt. Ich sag's mal so, die rechte Gehirnhälfte des Menschen und das Fernsehen bisher mehr die linke, die intellektuelle Aufnahme. Und das, was normal alles beim Fernsehen subtil wahrgenommen wird, wird bei Kanal telemedial auf einmal ganz offen dargestellt. Und das, was offen ist, ist bei uns eher subtil. Also es ist einfach, wenn man das sich so vorstellt, die telemediale Idee, diese Art Fernsehen zu machen, es hat. Beim normalen Fernsehen geht es um das Äußere oder man erfüllt das Innere durch das, dass man Filme guckt. Ja, aber und telemedial. Haben wir genau die Socke umgekrempelt. Die klassische Film-, Medien- und Fernsehsocke, wie sie normal ist, die haben wir umgekrempelt und auf den Kopf gestellt. Ja. Und bei uns ist alles nur andersrum. Aber das ist das Einzigste. Wie gesagt, bei uns, wir kommen abends hierher, fangen eine Sendung an, dann sagen, hey, das Thema interessiert mich. Wir vertiefen es und dann bestellen die Leute die Workshops, die ich gebe oder so und kaufen das dann. Es ist einfach auch total ökologisch. Ne? Das kann also sein, wenn du sagst, ja, ich mache heute einen neuen Schäbel, wie immer, so ungefähr nach dem Kochen und du weißt nicht zu Beginn, wie viele Leute das da sitzen. Gibt's das? Ja, wir wissen gar nichts. Wir lassen alles immer, alles was ist, ist richtig. Das ist die Idee. Kann jeder, also das
könnte heißen, es kann jeder jederzeit kommen, kommt ins Studio oder nicht? Doch, ja, normal ist es so, manche kenne ich natürlich, es sind telemedialen Freunde, Stammanrufer, sie rufen an und wir kennen uns und dann stehen die auf einmal vor der Tür und sagen, darf ich heute rein? Ja. Und so wie du es dann auch entscheidest, in dein Haus nimmst du ihn rein oder nicht, sagst du halt, komm an den Tisch oder nimm ein bisschen distanziert Platz. Aber wir sind natürlich da ganz offen und wir freuen uns auf alle. Ja. Das heißt, es ist einfach, es ist die extreme Härte, kann man sagen. Es ist unbekannt, das tut niemand. Ja, es ist, wir lassen uns ein, das ist unser Abenteuer. Ne? Es ist mein Abenteuer, wenn ich hierher fahre, sind 10 Leute, habe ich einen Tisch von Meistern da sitzen an dem Abend. Manchmal melden sie sich an oder Musikgruppen melden sich an, aber es wechselt einfach. Ne? Es wechselt einfach. Und das, was ist, ist richtig. Und genauso, du bist der erste Anrufer, du willst die Klarheit über dieses Thema, also ist auch dieses Thema richtig. Und du fragst so lange, bis es gut ist, und ich antworte so lange, dass es gut ist. Also okay, das heißt, ich darf dann jetzt schon langsam aufhören damit, oder? Ja, also wir gestalten sozusagen gleichzeitig ein Programm und wir leben es gleichzeitig. Also ich mache es nur für meinen Sender, du weißt es. Bitte? Ich mache es für meinen Sender. Das genau, ja, für deinen Sender, ja. Ja, okay, danke. Ich danke dir. Ciao. Ciao. Vor langer Zeit lag am Sterben. Ich dachte, mein Leben beendet zu sein. Mein Körper befand sich ohne meine Seele. War alles lustig. Aber Gott sei Dank, dass mein Gott, mein Geist, was ich vor dir sage, ich habe auch. Ich hatte das in der Zukunft. Nur noch mit Leiden vom tiefen Schmerz in der Zukunft. Vom alles Wurz noch isoliert zu werden. Ich bitte darum, nur noch unsichere Menschen, mich darum zu sehen. Viel zu viel verletzte, arme, erwachsene Kinder. Hör auf den Stein. Ich kann euch nicht hören. Ich kann das nicht mehr sehen. Die alle nur rennen. Ohne ein Ziel, ohne eine Hoffnung. Wo rennt ihr alle her? In welche Richtung? Von wem? Ich kann das nicht mehr sehen. Bete an Gott und schreie verzweifelt an das große Universum. Und Gott sei Dank, mein Schreien wurde erhört. Und plötzlich passiert ein Wunder. Ein Geist begegnet meine Seele, berührt mein Herz. Und eine innere Stimme beginnt mir zu flüstern. Soll doch leben, wieder lebendig zu werden. Nur wie? Wie verrückt? Ich sei doch tot. Wie sollte das geschehen? Ich will nicht mehr in meinen alten Körper zurück. Ich will auch nicht mehr mein Altersleben zurück. Und doch, meine innere Stimme sagt ja. Ich will leben. Ich will kämpfen. Für ein weiteres neues Leben. Ja, ich will wieder lachen, tanzen und singen. Mit oder ohne Stimme. Ich will trommeln, um wieder lebendig zu sein. Mich in alle Dimensionen der erweiterten Bewusstsein mich frei zu bewegen. Ich will nur noch leben. Ja, leben. Nur wie? Ich muss mir wieder eine Mutter suchen. Eine neue Mutter. Mit mir bereit zu sein, die Schwangerschaft zu ertragen. Mit so ein anstrengendes Baby, was nicht jede Mutter kann. Da passiert das nächste Wunder. Von Ferne erfange ich eine Mutter, eine schwangere Frau. Sie wartet auf ein Baby, nur was soll ich tun? Die schwangere Frau fasziniert mich so sehr. Sie ist so klug. Sie besitzt so viel Kraft, so viel Wissen. Sie ist intelligent. Sie ist alles, was ich brauche. Ich will sie doch nicht zwingen, ohne ihr Wissen in sich zu schleichen, sie zu belasten, in sich das zweite Baby zu tragen. Liebe Gott, sag mir, was soll ich tun? Ich sitze doch schon in ihr Mutterleib, auch ohne dass sie weiß. Liebe Gott, habe ich gesündigt?
hast doch deine Erbe in meine Seele eingepflanzt. Ich will sie nicht zwingen, ohne ihr Wissen mit mir schwanger zu sein. Ich will sie nicht belasten, in sich zwei Babys zu tragen. Lieber Gott, sag mir, was soll ich tun? Ich bin schon bei ihr gelandet, in ihr wahres Traum. Ich sitze doch in ihr Mutterleib seit lange, ohne dass sie weiß. Lieber Tom, lieber Gott, ich habe gesündigt. Ich habe die Kraft. Bitte löse mich von meinem Traum, Wirklichkeit zu werden. Wir sollen diese Erde retten. In meine eigene Seele. Ich will die Freiheit wiederfinden. Du hast meiner Seele ein Schicksal. Du hast mich gereinigt. Von so viel Last, von so viel Rat. Bald sind meine Schmerzen verschwinden und bald fühle ich mich frei. Danke dir, ich danke euch, dass es gibt. So muss Kanal Telemedial aufhören, ne? Ich wollte dich ein bisschen aufmuntern. Ja, danke. Hat deine, gut. Deine Seele zu berühren. Ja, ich konnte den Text nicht ganz folgen. Ich habe es nicht richtig schön gehört von der Qualität hier. Ich hoffe, dass es im Fernsehen nicht so geraschelt hat, nur bei mir im Ohr. Aber ich habe es mitgefühlt, habe schon die meisten Worte gehört. Ich werde versuchen, das nochmal aufzuschreiben und ich werde das dir zuschicken. Ja. Weißt du, wir haben noch gesprochen, die Renate aus Nürnberg. Mhm. Also ich habe dir gesagt, seit die Sendung an See, ich habe wieder angefangen schreiben. Gut, ein bisschen grammatikal und so, ich habe noch meine Fehler. Mhm. Aber die deutsche Sprache habe ich mir selber beigebracht. Du bist die Rumänin, ne? Ja. Bist du die Rumänin? Ja. Du bist die Rumänin, die eine große Liebe in Amerika hat, ne? Nein, das ist die Nicole. Die hat auch richtig, aber du hast doch so eine große Liebe gehabt, wo du... Nein, ich habe nichts von meiner Liebe erzählt. Ich habe nichts von meiner Vergangenheit erzählt. Ja. Dann war das noch eine Rumänin, nein, die so eine große Liebe hatte. Ja. Ja. Gut, jeder hat mal. Ich befinde mich auch in keine leichte Situation, aber ich versuche etwas von meinem Leben zu machen. Und du hast mir eine Tür geöffnet. Und ich möchte auf die Tür gehen. Ja. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du nach Nürnberg kommst, wenn wir könnten in Kontakt kommen, weil ich habe auch zu deinen Ideen noch. Ja. Ich möchte dich unterstützen. Mit was? Bei was willst du mich unterstützen? Denn ich habe dir gesagt, dass ich arbeite in meinem Pflegeheim. Soll ich in dein Pflegeheim kommen, dass du mich unterstützen kannst? Nein. Ja, ich weiß schon, dass du es nicht so meinst, aber nochmal. Du sagst, du willst mich unterstützen. Auch mit Ideen oder auch von dir einen Impuls bekommen, was man machen noch könnte. Du willst mich unterstützen, indem ich dir Impulse gebe. Ja. Das ist pervers. Warum? Das finde ich pervers. Wie siehst du das? Du wirst doch durch deine Idee, dass jeder Mensch soll ja begreifen, was du willst so. Und was wir wollen, was wir empfinden alle und spüren.
Und ich denke, dass jeder muss ja etwas dazu tun. Ja. Aber wenn ich dann nach Nürnberg kommen soll, zu dir, damit ich dir Impulse gebe, damit du eine Idee hast, die du mir sagst, ich weiß nicht, das ist so anstrengend für mich, ist so viel. Ist auch ein guter Weg, aber das ist, ich sage dann oft, dann kommt ja der Knochen zum Hund. Ne? Ja, du musst ja auch immer also, auf deine Kinder aufpassen. Ne? Kannst ja nicht so einfach so mal eben wegfahren. So weit. Ja, klar. Ja, nee, also auf die Kinder passt schon die Mutter mehr auf. Ich bin da sehr frei. Nein, aber ich möchte auch etwas in diese Richtung machen. Und in welche Richtung? Für mich diese spirituelle Idee. Ja, ich kann dir einen Weg geben. Ne? Lebe die telemediale Idee 24 Stunden. Nimm das Hier und Jetzt auf, in das wir gehen. Und hör auf, die Filme zu leben. Und jetzt sind wir noch, wie gesagt, manchmal sind die Erwartungen auch zu hoch. Ne? Viele machen Fernsehen und Fernsehen ist eine große Macht und da ist alles Geld der Welt, das wir gerade noch nicht haben. Ja, ich verstehe das. Aber die können dann, da wird alles Geld der Welt, um die Show vorzubereiten. Wir machen keine Show. Wir machen das, was wir haben, mit dem, was wir da sind, das machen wir. Na, na und gerade das ist ja was einige bezaubert. Und die Kreative. Ja, das sind die anderen auch sehr kreativ. Aber wir gestalten es eben so aus dem, wie es ist. Und man, finde ich, man erwartet heute schon von Kanal Telemedial viel zu viel und lässt sich viel zu arg bedienen, anstatt man uns dient. Denn damit dient man sich selber. Aber was die Zuschauer oder die Anrufer zum großen Teil machen, ist, sie fordern den Embryo schon auf, produktiv zu sein. Und ich finde den ganzen Umgang viel zu dreist und viel zu pervers, was man da von so einer jungen Idee fordert. Finde ich überhaupt nicht angemessen, sondern hier gibt es einen verantwortungsvollen Vater, ein Kind, ein Siebenlinge, eine verantwortungsvolle Mutter. Und da muss liebevoll der Brauch gestreichelt werden. Und nicht, der ist super oder der ist nicht super und hey, klasse und weiter so. Wir Embryos, wir wachsen sowieso. Es ist in unserer Natur. Ne? Ja. Aber wo ist die Activity, die uns begeistert, die uns die Freude am Leben bringt? Ich brauche keine blöden Bemerkungen dazu. Ich fühle das total falsch verstanden. Ne? Du hast es recht. So. Und natürlich, so wie der Papa über den Bauch streichelt und zum Kind redet, ne? Ja, das kann ich so hören, ganz dumpf. Ne? Und ich will sichergestellt sein, dass die 7 Kinder wegen da sind und dass ich den größten kriege und den schönsten. Ne? Weil ich bin der mit dem Super-Ego, ne? Und ich habe keinen normalen. Ne? Und ich habe echt Deutschland in Hinsicht Kanal Telemedial super beschissene Eltern. Ne? Super spirituell, scheinheilig, arrogant, eingebildet, distanziert und proportional von diesen 150 Millionen vielleicht deutschsprachigen Menschen kümmern sich viel zu wenig um mich. Und die Idee viel zu wenig und viel und bei weitem nicht liebevoll genug. Ja. Aber darf man nicht aufgeben? Ja, ich brauche sowieso nicht. Ich muss eben irgendwann müssen wir raus durch den Geburtskanal. Also aufgeben ist ja Deplatzierung. Ich habe nichts aufzugeben. Wir sind hier. Ich bin hier. Ich bin der Embryo siebenfach, ne, mit den Ideen. Und ich kann gar nicht aufgeben, ich brauche nicht. Aber die Mutter muss sich mal gescheit ernähren, die muss was Gutes essen, die soll sich mal gut bewegen, die soll sich vielleicht noch ein paar Männer suchen, die in der Lage sind, eine Mutter mit 7 Kindern durchzubringen. Aber jeder Zuschauer da hat eine Mutter- und eine Vaterpflicht für mich. Ja?
und hört auf, mich Papa und Mama sein zu lassen und ihr seid ein Embryo und bleibt auf der kuscheligen Couch hockeln. Na? Ihr habt dann meine Idee wirklich nicht verstanden. Ich bin nicht da, um euch was zu bieten. Ich habe eine Idee kreiert, die ein neues Fernsehen schafft, das in 20 Jahren 50-50. Ich habe das Fülle-Fernsehen kreiert, das erst im August geboren wird mit 7 Kindern. Ich kenne schon 4, 5, 6, 7 Namen. Ja, die kommen jetzt so langsam raus. Und ich denke, in 2 Wochen können wir für die Kinder die Namen. Aber wo ist die Activity von den Zuschauern? Finanziell, operativ, praktisch. Ihr seid ein viel zu komfortables Volk geworden, das deutschsprachige Europa. Ihr müsst jetzt den Arsch hochheben. Ihr seid zu lasch alle. Und Kanal Telemedial ist ein Ritual und kein Hobby und keine Show. Es soll Vielfalt und Echtheit sagen. Was sagst du noch dazu? Das geht nicht um Hobby und um Show. Du kannst nicht alle Menschen im selben Topf tun. Okay, 5 € in die Floskelsau von Kanal Telemedial. Ich spreche natürlich die Masse an und nicht einzeln. Ne? Ja, so ist das. Du hast mich super inspiriert mit diesem Lied und hast mich wieder in meinen spirituellen Zorn gebracht, weil das ist die Tatsache. Das muss jetzt geschehen. Ihr müsst nicht denken, dass ich noch, ich bin schon zu euch, ne? Ich habe eigentlich überlegt, dass ich dem nächsten Wohnmobil nehme und die telemedialen Freunde besuche. Dass ich auf die Marktplätze gehe und trommel. Ne? Nix. Ich bleibe jetzt hier an meinem Orange Table, im Mutterleib, und ich reise noch gar nicht. Ich muss, wenn ich geboren bin, erst mal laufen lernen, mir selber lernen, irgendwann den Arsch zu putzen. Ich muss lernen zu laufen, ich muss sprechen lernen, ne? Und habe einiges zu tun und ich leiste schon unwahrscheinlich viel, indem ich alles wachse und in der Fruchtblase muss ich die Energie noch mit 6 anderen teilen, ne? Und ich möchte jetzt wirklich, dass die Mutter starke Vitamine zu sich nimmt. Und die starken Vitamine, die die Mutter zu sich nimmt, ist, wenn ihr auf die Bank latscht und Knete, Kies, Taschler, Moos, Geld, Schilling, Euro, Dollar, das müsst ihr für diese Idee bringen. Es muss euch was wert sein. Sonst kriegt ihr 7 Schwächlinge. Jedes Volk kriegt das, was er verdient. Und wenn ihr so lahmarschig seid, dann geht es euch ganz genau wie die Jungs, die da 40 Jahre mit dem Moses durch die Wüste gerannt seid. Dann habt ihr eine Idee, wie der die 40 Jahre lang vor sich hin dümpelt. Ne? Und jetzt ist der Zug am Bahnhof. Jetzt muss eingestiegen werden. Jetzt geht's ins Wassermann-Zeitalter. Ne? Und ihr müsst alle den Arsch heben, die es verstanden habt. Ihr müsst was tun. Ne? Nutzt die Chance und seht nicht nur so die Chance hier für euch, eine Promo-Plattform, die da an Orange Table kommt oder so. Oder so. Also ganz viel, es muss jetzt lebendig werden. Ich habe ja aufgerufen, wir machen Ritter der Tafelrunde und wir räumen jetzt eine Zeitgeschichte nach der anderen auf. Ja? Da haben wir Bock dazu, oder? Das wäre klasse. Channel-Medien können zu uns kommen und sagen, ich channel Siegfried, der andere die. Wir gehen in die Rollen, schaffen die Urkulturen, leben sie an dieser Workstation durch. Die größten Urkulturen der Kelten, der Germanen und der Wikinger. Wir leben die Dinger durch. Das sind schon die Bereiche, wie die dann geboren sind. Hey, es sind nur noch 4 Monate. Wir müssen die ganzen Schauspielorchester zusammenziehen, mit Musik begleitet. Es sollen Musicals werden, die wir im Hier und Jetzt aus echten Channelings machen, wo die spirituellen Größen da sind, die in der Lage sind, Cäsar in sich einziehen zu lassen, Kleopatra in sich einziehen zu lassen. Oder wir können mal die 20 Schizophrenien der neidischen Eitelkeiten von Kleopatra auf 20 Frauen verteilen. Na, und die angucken, wir können so tolle Sachen machen. Ne? Aber ihr müsst da aufstehen. Und liebe telemedialen Freunde, liebe Heimlichschauer, hey, hebt jetzt echt den Bobo. Na? Und jetzt müssen wir mal langsam in Fahrt kommen. Na? Ich fühle mich schon narkotisiert als Embryo. Na?
Ja. Ja, meine Liebe. So fühle ich mich, narkotisiert. Ne? Gut, ich wollte dir nur einen Impuls geben und deine Stimmung aufheben. Du hast alles perfekt gemacht, hey. Super. Das, was du gerade rausgeholt hast von mir, das war lang fällig. Ich danke dir. Jetzt kann ich auch gut nach Hause fahren. Jetzt fühle ich mich gut. Gerne. Tschüss, gute das Nacht. Passt, tschüss. Ciao. Tschüss. Telemedialer Abend. Wir beginnen gleich mit dem Tanzen und mit dem Trommeln, wie jeden Abend. Leben ist Bewegung und speziell für die Emotionalblockaden ist das Trommeln das Allergesündeste. Deswegen heute mal richtig sich reinpowern beim Tanzen. Immer auf der Stelle steppen. Lassen Sie sich von unseren Drums inspirieren. Vielleicht kann man uns ins Studio noch ein bisschen den Sound über die Halle noch drauf geben von den Drums, so dass es aber nicht rückkoppelt. Und zu Hause tanzen Sie feste mit. Wir machen heute mal ein bisschen länger und fangt langsam an. Und dann langsam, immer wie beim Wandern. Und wenn ihr dann die Geschwindigkeit haltet und wenn ihr euch mal anstrengt und euch geht die Kondition aus, erlaubt euch mal, den inneren Schweinehund zu überwinden. Ja. Aber langsam anfangen, dass es keine Muskelzerrungen gibt. Haben wir eine Kerze dabei? Konzentriert euch jeder auf die Kerze und bleibt mit eurem Wesen in euch. Das ist wichtig. Jeder für sich.
Ja. So. Jetzt habt ihr mal das Gefühl. Dieses Gefühl geht's, ne? 2 Stunden für unser Ziel. 2 Stunden. Und wichtig ist, dass wir 2 Stunden durchgehen. Man kann schon mal Pause machen, was trinken. Man kann sich hinsetzen, ist alles möglich. Aber das Endziel ist, dass man einmal 2 Stunden durchgehen kann. Wenn man zu stark unter Puste kommt, einfach die Füße nicht mehr so stark heben, aber in Bewegung bleiben. Wir bleiben auch jetzt in Bewegung, nicht ganz raus, wenn er aufhört. Bleibt immer leicht in der Bewegung, dass der Puls bleibt, da verbrennen wir aber am besten. Und wenn dann so ein Schmerz kommt, wenn er irgendwo was spürt, ne, dann geht in den Schmerz rein. Und wenn euch dann was ankotzt, ne, wenn irgendwas kommt, was euch stinkt, ne, lasst es raus. So. Lasst es raus und kommt in eure Wildheit. Ja? Die Wildheit findet eure innere Tiere. Tanzt wie eine Squaw, nicht wie in einer Disco. Wie eine Squaw, lasst die Arme hängen. Nur der Atem ist dein lebendiges Herz. Deine Seele will sich weit machen. Dein Geist ist dieser Flamme am ähnlichsten. Bleib drauf. Werd eins mit der Flamme. Ganz bewusst. Yeah.
merkt schon wieder, dass ich mich da ganz streng, da geht er runter, ne?
Tiere in euch. Spürt das innere Tier in euch. Spürt es. Bewegt euch und spürt die Lebendigkeit. Spürt. Man spürt. Spürt. Man bleibt in eurem Körper, sonst hängt er gleich da oben an der Hallendecke. Oder geht jetzt raus, wenn ihr wollt. Macht den Titel All I Need Is Love.